Heute geht es um die Endotoxine, Endotoxinämie. Für diejenigen, die schon länger dabei sind, hier heute eine Fortsetzung unserer Reihe Silent Inflammation, versteckte Entzündungen. Für diejenigen, die neu sind, die vielleicht als Quereinsteiger hier auf dieses Video kommen, meine Empfehlung, sich wirklich die Videoreihe, die Playlist anzugucken. Hier geht es um versteckte Entzündung, Silent Inflammation, stille Entzündung, heimliche Entzündung und andere Begrifflichkeiten dazu. Und diese Reihe wird kontinuierlich fortgesetzt. Deswegen lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren und dabei zu bleiben. Und zu mir nochmal, für diejenigen, die neu sind, mein Name ist Dr. Ralf Kirchhoff. Ich bin Facharzt für Labormedizin und betreibe mit zunehmender Freude diesen Videokanal. Heute jetzt das Thema, was sind Endotoxine? Also die Begrifflichkeit mal zu erklären, weil ich denke, das ist sehr wichtig für das Verständnis, was dort eigentlich im Körper passiert. Wo kommen die Endotoxine her? Was spielt da überhaupt eine Rolle? Was ist eine Endotoxinämie von der Begrifflichkeit? Und dann steigen wir auch schon in die Klinik ein, nämlich was haben Zahnfleischentzündungen und durchlässiger Darm gemeinsam, das Leaky Gut-Syndrom, also diesen Begrifflichkeit mal reinzubringen. Und letztendlich dann, wie führt diese Endotoxinämie zur chronischen Entzündung? Und das wird uns dann auch überleiten zu den nächsten Videos, die folgen. Für die Begrifflichkeit ist es sehr wichtig, sich mal darüber im Klaren zu werden, was dort eigentlich passiert mit diesen Endotoxinämie. Es gibt in der Bakteriologie, also im Nachweis von den Bakterien, eine klassische Färbung, die in jedem Labor jeden Tag tausendfach durchgeführt wird, eine sogenannte Gram-Färbung. Und bestimmte Bakterien, die Gram-positiv, die sehen wir hier, die haben so eine Doppelschicht und dadurch können die diesen Farbstoff sehr gut annehmen. Das sind die Gram-positiven Bakterien. Auf der anderen Seite haben wir Bakterien, das sind die sogenannten Gram-negativen Bakterien. Und die haben nur eine so eine Schicht und die können den Farbstoff nicht so gut annehmen. Deswegen haben die andere Färbung, zeige ich Ihnen aber gleich. Eine Besonderheit dieser Bakterien, dieser gram-negativen Bakterien, ist die Tatsache, dass sie in ihrer Oberfläche hier solche Ableger tragen, sogenannte Lipopolysaccharide, sogenannte Endotoxine, die wir uns gleich näher angucken. Und jetzt habe ich Ihnen mal hier die Färbung mal mitgebracht. So sehen Sie es jetzt, ein mikroskopisches Bild. Hier haben wir die Färbung von den Bakterien. Hier haben wir die gram-positiven Bakterien. Die nehmen den Farbstoff an. Also sie sind jetzt richtig blau, dunkelblau gefärbt. Und auf der anderen Seite haben wir hier die gram-negativen Bakterien mit unseren Fähnchen, mit unseren Lipopolysacchariden. Und die nehmen den Farbstoff entsprechend nicht an. Das sind die gram-negativen Bakterien. Und diese gram-negativen Bakterien, dazu gehören zum Beispiel im Darm die ganzen Fäulnisbakterien, die entzündungsfördernden Bakterien. Escherichia coli zum Beispiel ist Ihnen bestimmt bekannt als Erreger, zum Beispiel häufig bei Harnwegsinfekten, bei der Frau zum Beispiel. Oder im Darm haben wir Klebsiellen und Proteus und Pseudomonaden und wie sie alle heißen. Und diese Endotoxine, die dort an diesen gram-negativen Bakterien sitzen, das sind hitzestabile Bestandteile der Zellmembran, der Zellwand. Und wir haben ja schon gesehen, die hängen oben raus. Und wenn die Zellen kaputt gehen, die Bakterien kaputt gehen, und das passiert laufend, dann werden diese Endotoxine, diese Lipopolysaccharide auch freigesetzt. Normalerweise passiert dort gar nichts. Das heißt, wenn die im Darm sind, und dann würden die normalerweise ausgeschieden werden, im Normalfall. Ja? Jetzt ist aber Folgendes, wenn diese Lipopolysaccharide aus verschiedenen Gründen in den Blutkreislauf eindringen können, dann lösen sie eine Entzündungsreaktion hervor. Wenn Patienten zum Beispiel am septischen Schock versterben, was auf Intensivstationen leider häufiger vorkommt, dann passiert genau das, nämlich ein septischer Schock. Diese Lipopolysaccharide dringen eben in den Blutkreislauf ein und lösen dort eine massive Entzündungsreaktion raus, die meistens nicht beherrschbar ist, an denen die Leute dann versterben, eben mit einem Multiorganversagen. Wenn aber jetzt diese Lipopolysaccharide, diese Endotoxine, kontinuierlich in den Blutkreislauf übertreten, in sehr geringer Konzentration, dann machen die Folgendes, dass sie diese Immunreaktion triggern. Das heißt, die lösen jedes Mal eine Entzündungsreaktion hervor.
Jedes Mal diese Entzündungskaskade, jedes Mal die Freisetzung von Bodenstoffen, von Zytokinen, die dann im Körper diese Symptomatik verursachen, die man eben findet bei der Silent Inflammation, die eben diesen Prozess im Körper fortsetzen. Und wenn die dort aufgenommen werden, dann kennen die keine Grenze. Das heißt, diese Zytokine schwimmen überall in unserem Körper rum. Und das ist ganz wichtig nochmal für das Verständnis, wenn wir uns die Begrifflichkeit angucken. Endotoxin haben wir jetzt gesehen. Das ist das, was eben die Lipopolysaccharide, Endotoxin gleich Lipopolysaccharide, die auf den Gramm negativen Bakterien sitzen. Und wenn die in das Blut kommen, dann entsteht die Endotoxinämie. Diese Begrifflichkeit Ämie bedeutet das Blut betreffend. Bei einer Blutarmut Anämie, kein Blut sozusagen. Blutarmut, Anämie, kein Blut. Hier Endotoxine im Blut, Endotoxinämie. Ich denke, da ist die Begrifflichkeit mal klar geworden, was das ist. Und jetzt ist es so, dass bei geringen Konzentrationen der Endotoxine, die dort aufgenommen, schüttet der Körper eben diese proinflammatorischen, die entzündungsfördernden Zytokine aus. Und die haben keine Grenzen, sind überall in unserem Körper aktiv und triggern diese versteckte Entzündung, die, wenn der Trigger nicht abgestellt wird, wenn die Ursache nicht abgestellt wird, kontinuierlich zur Entzündung führen und auch kontinuierlich Symptome unterhalten. Das heißt, wenn wir jetzt, oder wenn Sie, Patient Beschwerden hat und Probleme hat und wir die Ursache nicht abstellen, wenn wir nicht beseitigen, dass diese Endotoxine aufgenommen werden, dann wird die Beschwerdesymptomatik auch nicht besser werden. Das ist ganz, ganz normal. Wir müssen den Trigger wegnehmen. Es gibt für die Endotoxinämie zwei Hauptursachen. Das ist einerseits die Parodontose, die Parodontitis. Wenn eben hier, wie hier, der Zahnfleisch zurückgeht, in den Zahnhälsen, in den Zahntaschen eben gramnegative Bakterien sitzen, die eben die Endotoxine haben und die dort relativ leicht aufgenommen werden können. Das ist ein Fall für den Zahnarzt. Das heißt, wenn wir eine Endotoxinämie nachweisen, was ich Ihnen noch zeige in einem nachfolgenden Video, dann müssen wir auch gucken, was ist die Ursache. Und eine der Ursachen, wie gesagt, hier eine Sache für den Zahnarzt zu gucken, muss man die Zähne sanieren, muss man die Zahntaschen sanieren, wie sieht es mit der Zahnhygiene aus. Die weitere Ursache für die Endotoxinämie, das ist das Leaky Gut, das ist der durchlässige Darm. Wenn eben der Darm durchlässig ist und wir gleichzeitig im Darmlumen diese gramnegativen Bakterien finden, in einer großen Zahl, dann dringen diese abgestorbenen Endotoxine, diese Lipopolysaccharide, durch diesen durchlässigen Darm hier durch in den Blutkreislauf und unterhalten dort diese Entzündungsreaktion, kontinuierlich diese Endotoxinämie. Und in der Literatur, das was ich Ihnen erzähle, in der wissenschaftlichen Literatur, ist das Thema eigentlich durch. Das weiß man wirklich jetzt so seit vielen Jahren, viele Experimente, die dazu gemacht wurden, viele Publikationen, dass genau diese Endotoxinämie eben bei unseren Zivilisationskrankheiten, metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankung, neurodegenerative Erkrankung, wirklich diesen entscheidenden Triggerfaktor darstellt. Das heißt, alles, was wir machen müssen, therapeutisch machen müssen, was heute leider schulmedizinisch eben nicht passiert, wir gucken nach den Ursachen, wir gucken nur nach dem Symptom und nicht dahinterliegend, was letztendlich hier tatsächlich im Körper sich abspielt. Und wenn wir diesen Triggerfaktor hier nicht abstellen, dann werden wir auch die Symptome nicht beseitigen können. Die Endotoxinämie. Und hier ist es für die Endotoxinämie zwei Dinge, die zu berücksichtigen sind. Einerseits die Entzündung, die im Darm ist, die praktisch diese Durchlässigkeit mit sich trägt. Wir finden es zum Beispiel ausgeprägt bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Crohn oder Colitis ulcerosa. Wenn der Darm durchlässig ist, das Leaky Gut-Syndrom, was wir hervorragend nachweisen können durch die Bestimmung von Zonulin im Stuhl. Oder wenn eben eine Fäulnisdysbiose besteht, wenn viele, viele, viele Gramm negative Bakterien vorhanden sind. Und auch das hat ganz viel damit zu tun mit unserer westlichen Ernährung. So wie wir uns ernähren, viel Proteine, viel Fette, ist es das richtige Futter, das Substrat für die gramnegativen Bakterien. Die können sich vermehren. Das Leaky Gut tritt dann auf, entzündliche Prozesse.
und die Endotoxinämie wird getriggert. Und das ist auch der Grund, warum eben diese Zivilisationskrankheiten so extrem auf dem Vormarsch sind, weil eben diese Ernährungsfaktoren, diese langen und mittelfristigen Ernährungsfaktoren wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Dysbiose auftritt, Leaky Gut auftritt und dann im Grunde genommen dieser Triggerfaktor, dieser Entzündungsprozess kontinuierlich angeheizt wird. Nochmal, um hier wirklich weiterzukommen, müssen wir hergehen, und da spielt der Darm eine ganz entscheidende Rolle, diese Triggerfaktoren abschalten. Da müssen wir die Schere einsetzen, hier müssen wir ran. Okay, soviel zur Endotoxin und Endotoxinämie. Ich denke, dass dieses Video, auch wenn es die Begrifflichkeiten erklärt hat, ganz, ganz wichtig ist für das Verständnis, was dort eigentlich im Organismus passiert. Bleiben Sie dran. Abonnieren Sie den Kanal, ich freue mich über die vielen Likes, auch natürlich unten Kommentare zu nutzen, mit mir in Interaktion zu treten, Ihre Fragen zu stellen und bis zum nächsten Mal.